Was? Ist das dein Ernst? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order, Folge 42. Hier waren wir erstmal stehen geblieben, hier geht's auch direkt weiter. Ich musste gerade noch wieder bis zu dieser Stelle hier hinspielen. Weiterhin ganz viel Spaß beim Let's Play. Hier haben wir uns ja letzte Folge ein bisschen festgefressen, weil ich einfach nicht darauf gekommen bin, wie man hier weiterkommt. Aber im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach gewesen. Also ich muss jetzt natürlich nochmal ganz kurz hier oben rauf. Weil er das ja nicht speichert. Das mit den Speicherpunkten ist auch so eine Geschichte, wo ich sagen muss, muss nicht sein. Hätten sie ruhig anders machen können, weil ich gerade wieder so viel neu machen musste. Habe ich bestimmt wieder 20 Minuten gespielt, um wieder hier hinzukommen. Weil ich halt auch wieder alle Sachen einsammeln wollte und so. Die Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Das haben wir schon mit Mutter Talzin. Hatten wir auch alle schon gelesen. Das brauche ich jetzt nicht nochmal zu machen. Und das ist ja auch schon der Trick. Das müssen wir jetzt nur machen, nachdem wir so gemacht haben und dann so. Und sind wir durch. So einfach. Auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick. Naja. Ne? Egal. Wir machen weiter. Das Ding sieht doch ärger aus. Ja, das ist es durchaus. Und dieser Kampf gehört mir. Das ist natürlich jetzt auch belassen, ne? Das ist der Fremde! Rückt auf ihn vor! Bereit zum Sterben, Jedi? Ja, aber nicht, wenn ich auf Ausweichen drücke und du mir hier Schaden machst. Nichts! Komm schon, kämpfe mit mir! Erledigt den Fremden! Ja! Ich kann dich besiegen! Schlag richtig zu, Brüder! Ja, Junge! Versuch's mal, Jedi! Ja, genau! Uns bestehen, genau! Genau! Wahrscheinlich! Ey, jetzt bin ich schon wieder da. Jetzt bin ich schon wieder an dem Scheißpunkt. Muss wieder alles von vorne machen. Star Wars, seid ihr behindert? Das ist der Grund, warum ich das Spiel echt manchmal echt... Gut, jetzt müssen wir nicht alles einsammeln und so, ne? Ja, ich habe halt zu viele Leben verloren, das ist das Problem. Als ich da hingekommen bin. Das war ja das Problem. Aber, alle Kreaturen sind wieder da, wa? Ja, jetzt darf ich die ganze Scheiße wieder von vorne machen. Oder ich lasse es einfach bleiben. Aber gegen den müssen wir eh kämpfen. Also. Ja, ja, komm. Ja, danke. Dicker! Ich weich doch aus, Alter! Hm. Das ist halt auch wieder lächerlich, Alter. So viele, weißt du? Ja, Digga, eine ganze Lebensleiste wieder fast weg. Ist doch unfassbar. Ja, komm, Alter. Du nervst mich hier noch, Alter. Ganz ehrlich. Nee, nicht mal richtig, ne? Doch, hier bin ich richtig. Ja, als wenn es das halt wäre, weißt du? Das braucht doch nicht so, Alter. Da mach ich mir schon wieder ganz so einen Schaden. Okay, wenn man alles eingesammelt hat, kommt man da ja relativ schnell hin. Ich muss trotzdem sagen... Nein. Einfach... Nein. Das war jetzt auch der Grund gewesen,
warum ich das Spiel ziemlich lange jetzt gerade nicht mehr gespielt habe. Ich hatte einfach... Von solchen Sachen müssen einfach nicht sein. Die gehören auch nicht ins Spiel. Da muss man ganz klar sagen. Egal. Wir sind ja jetzt wieder hier. Nach nur 5 Minuten ist er wieder schön. Ein Viertel der Folge wieder verschwendet für nichts. Und jetzt müssen wir gegen... Also, der Sack. Der Sack einfach. Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Ja, komm, Alter. Diese ganzen Schläger. So. Ja. Ach, komm mal, ja. Es war nicht meine Schuld. Nochmal das Ganze. Ich will meine Erfahrung wieder haben. Eine Bedrohung von unten. Helft dir, Brüder! Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Ach, daneben. Er läuft weg. Komm, Junge, das ist ja einfach und immer gegen zwei, ne? Das ist halt echt... Mich mehr anstrengen. Nee. Nein. Junge, wo visierst du bitte hin, Alter? So. Mann. Alles klar. Schön. Sehr schön. Feuerflechte. Die Feuerflechte wächst natürlich im trockenen Klima von Datomir. Ihre rote Farbe ist durch die Aufnahme von Schwefel und anderen Staubpartikeln in der Luft bedingt. Die auf Datomir wachsende Abart des Theatrobus, das ist nahezu unmöglich, sie auszureißen. Hör dich, BD. Zeig mal. So. Sehr, sehr toll. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich hatte das Spiel doch. Ja, hatte ich. Ja, okay. Komme ich hinter mir nicht weiter, weil man das nicht kaputt kriegt oder so. Lul, ist das echt der Speicherpunkt? Man kann hier oben einfach hingucken. Das ist interessant. Da will ich jedenfalls nicht hin. Wir gucken lieber direkt vor. Punkt. Mal an. Ja, wo müssen wir denn hin? Hier? Wow. Klar machst du wieder Schaden. Oh Gott. Also, ich brauche mal ganz dringend einen neuen Speicherpunkt, wa? Das ist natürlich ganz toll. Ja. Hier sind wir jedenfalls richtig. Wieder runter. Also von hier sind wir tatsächlich gekommen. Da landen wir. Also da wollen wir jedenfalls nicht hin. Dass das klar ist. Hier können wir noch hin. Wo sind wir hier? Hier ist tatsächlich das Unbekannte. Und das hier werden wir mal ganz kurz in Anspruch nehmen. Jetzt können wir von hier nämlich ganz easy wieder zurück. Vom Speicherpunkt. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Leben da. Ich hoffe, dass halt demnächst wieder einer kommt. Aber so lange sind wir erstmal jetzt da, wo wir hin wollten. Und das ist schon mal gut. Hier erwartet dich nur der Tod.
Warum nervt ihr eigentlich nur? Anstatt uns mal was Vernünftiges zu sagen. Hm. Ah. Zum Punkt sehe ich schon mal sehr gerne. Jetzt kriegen wir einerseits schon mal unsere Leben wieder und andererseits... Können wir jetzt von hier ganz normal weitermalen. Muss mal ganz kurz gucken. Ein Kleinfuhr. Ja. Hat ein bisschen gedrückt. Okay, neues Gebiet. Schön. Auch gut. Das ist schon ein Sprung. Ist überhaupt richtig? Offenbar geht es ziemlich tief hinunter. Bis hierhin. Moment, es könnte gefährlich sein. Ist das dein Ernst? Boah, der macht ja nur rote Angriffe. Ah. Okay, der Kopf macht mehr Schaden. So, macht er jetzt wieder neue Angriffe. Shit. Okay, weil ich muss mir erstmal darauf einstellen, was der überhaupt macht. Jo, alles klar. Okay. Hilfst du mir mal, bitte? Sorry, dass ich so wenig sage, aber es ist gerade ein bisschen intens und auch laut. Wow. So, warte. Wow. Okay. Hey Junge, diese Welle ist nicht vorherzusehen. Diese Welle ist nicht vorherzusehen. Dankeschön. Euer Versuch. Jetzt weiß ich, warum dein Speicherpunkt war. Ach, das ist sehr schön. Sehr schön. Abartig. Abartig, dieser Gegner. Da wird ja einer schwerer als der andere. Ah. Mein Gott, aber das ist okay. Also, wir müssen. Oh, seid ihr direkt schon wieder? Ja, Junge, direkt schon wieder Schaden. Geil. Nicht, dass der ein bisschen übertrieben ist. Ja, wie denn? Ja.
besiegt, sondern es ist einfach echt. Also. Egal. Macht er das wieder von vorne, oder was? Tja, einfach nein. Ui. Ja. Digga, wir haben gerade mal zur Hälfte dauern. Er macht halt zu viele Angriffe, wo man nichts machen kann, Alter. Ja, ja. Hier! Hier! So. Okay, das müssen wir nächste Folge auch nochmal machen. Das wird so die 9. Inquisitorin 2.0 so. Gut. Wir müssen uns auf jeden Fall eine Strategie entwickeln. Aber er macht halt, immer wenn er so in die Luft springt, müssen wir ausweichen. Also. Ja, komm, Alter. Lustig. Machen noch eine Welle davon. Ja, Digga, man kriegt doch keinen Schaden hin in der Zeit. Wow. Macht wieder so eine Welle. Okay. Hilf mir bitte. Ah, nicht schon wieder. Ja, man kann ihm ja gar keinen Schaden mehr zufügen. Ja, macht wieder so eine Welle. Wieder, dass die Engine es wieder nicht begreift, was ich hier mache. So. Fuck. Dass die Engine es nicht einfach mal begreifen kann.
Jetzt will er nicht mehr. Jetzt willst du nicht mehr. Komm doch jetzt her. Ist wohl weg. Aber cooler Kampf. Das muss man sagen. Auch wenn einen die Engine manchmal so ein bisschen... Oh, ist interessant. Kletterclown. Klettere schneller auf neuen Wandoberflächen mit LTE. Ja, nice. In diesem Sinne, Freunde, würde ich sagen, war's das für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir genau an dieser Stelle hier weiter und gucken mal, wo uns die Welt so hinführt. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.